alle zusammen. Habt ihr schon in unseren neuen Podcast der Presence Kultur Lounge auf YouTube reingehört? Da geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Ein sehr aktuelles Thema, ein sehr wichtiges Thema. Und Romy, die den Podcast gestaltet hat, gibt da sehr interessante Informationen, auch ein paar praktische Tipps, wie wir nachhaltiger leben können. Und mit diesem Video möchte ich auch an das gleiche Thema anknüpfen, denn es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir versuchen können, nachhaltiger zu leben. Aber manchmal fällt es uns schwer, so den ersten Schritt zu gehen, anzufangen. Und deswegen habe ich hier in dem Video für uns 3 Tipps rausgesucht, die ganz praktisch umzusetzen sind, wie wir unser Bewusstsein für Nachhaltigkeit stärken können und auch ganz praktisch das Thema in unserem Leben umsetzen. Deswegen starten wir jetzt direkt mal mit dem Tipp Nummer 1. Lebensmitteln ein zweites Leben schenken. Denn meistens ist das so, dass wir einkaufen gehen, wir kaufen uns Lebensmittel ein, es bleiben ein paar Reste übrig, die schmeißen wir dann weg, kaufen neue Lebensmittel ein. Aber das muss nicht immer so sein. Ist euch zum Beispiel schon mal aufgefallen, dass wenn ihr in den Supermarkt geht, ihr Salatsorten finden könnt, die noch Wurzelansätze haben? Oder auch bei anderen Gemüsesorten, wie zum Beispiel Porree oder Frühlingszwiebeln, erkennt ihr diese Wurzelansätze. Und das ist ein Zeichen dafür, dass noch total viel Energie und Leben in dieser Pflanze steckt. Das bedeutet, wenn ihr zu Hause seid, schmeißt die Enten nicht einfach weg, seid nachhaltig und pflanzt diese Enten in einen Topf mit Erde ein. Und dann werdet ihr nach einiger Zeit erkennen, dass die Pflanzen nachwachsen. Ganz cool ist das auch besonders beim Salat. Lasst das Salatherz die Mitte noch stehen und erntet den von außen immer ab. Dann kann er nämlich richtig schön buschig nachwachsen, wie ihr das hier sehen könnt. Und auch besonders nachhaltig ist das Ganze, wenn ihr das mit Kräutern macht, die man sonst auch mal aberntet und wegschmeißt. Hier seht ihr zum Beispiel, dass ich Basilikum umgetopft habe oder Petersilie, Rosmarin, Minze und die alle auf meiner Fensterbank stehen habe und somit spare ich mir das, Kräuter im Plastiktopf im Geschäft nachzukaufen. Tipp Nummer 2 lautet bewusste Produktauswahl. Denn kennt ihr das manchmal, wenn man einkaufen geht, bei Kosmetikprodukten oder auch bei Lebensmitteln, lesen wir uns ganz oft gar nicht durch, was hinten auf der Verpackung draufsteht, welche Inhaltsstoffe beinhaltet sind in dem Produkt. Denn oft wissen wir nicht, was sich dahinter verbirgt, hinter den Wörtern. Wir kennen die Stoffe nicht und wissen gar nicht, tut es eigentlich uns gut oder unserer Umwelt oder schadet es unserem Körper oder unserer Umwelt. Und da haben wir oft nicht die Zeit, uns damit wirklich intensiv auseinanderzusetzen. Und zwar gibt es eine App, die genau das für euch übernimmt. Die App heißt CodeCheck und hilft euch, ist sozusagen euer schlauer Einkaufshelfer, wenn ihr Lebensmittel oder Kosmetikprodukte einkaufen geht. Die App checkt für euch also in Sekundenschnelle, welche Inhaltsstoffe enthalten sind und ob sie euch und eurer Umwelt gut tun. Ich teste hier jetzt beispielsweise mal meine Waschlotion. Dafür scannt ihr einfach nur den QR-Code mit der App ein und dann zeigt sie euch auf einen Blick hier diesen grünen bzw. teilweise roten Balken an, wo steht, welche Inhaltsstoffe unbedenklich sind, aber auch welche Inhaltsstoffe bedenklich sind. Dann könnt ihr darauf klicken und einfach nachlesen, um was es sich da handelt und euch genauer informieren. Es ist echt total interessant, mit der App mal durch seinen Haushalt zu gehen und teilweise seine Lebensmittelprodukte oder Kosmetikprodukte mal durchzuchecken und abzuscannen, was für Inhaltsprodukte da eigentlich so enthalten sind. Und die App hilft dir dann auch dabei, einfach gute, nachhaltige, gesündere Alternativen für dich und deine Umwelt zu finden. Und wenn ich einkaufen gehe, benutze ich die total gerne und check erstmal die Produkte, bevor ich sie einfach kaufe. Der dritte Tipp lautet: Essen retten. Denn leider wird heutzutage viel zu viel Essen weggeschmissen, besonders aus Restaurants oder Geschäften, wenn das Verfallsdatum näher rückt, wenn Brötchen nicht mehr verkauft werden konnten am gleichen Tag oder auch wenn Obst oder Gemüse nicht mehr so toll aussieht oder an kleinen Stellen eingedrückt ist. Und da gibt es wiederum eine App. Wenn ihr in einer Großstadt lebt, wie hier in Frankfurt, ist es besonders cool, denn die könnt ihr da super gut nutzen. Die App heißt Too Good To Go. Und damit könnt ihr auch helfen, dass weniger Lebensmittel weggeschmissen werden. Wie die App funktioniert, möchte ich euch jetzt mal kurz vorstellen. Nachdem ihr die App geöffnet habt, müsst ihr erstmal den Ort angeben, an dem ihr euch befindet, um zu sehen, welche Geschäfte eigentlich alles bei dieser Aktion mitmachen. Hier in Frankfurt sind es einige, das heißt, ihr habt eine große Auswahl und seht hier, welche Geschäfte Lebensmittel vom Vortag anbieten oder auch zum Beispiel von einem Buffet am jetzigen Tag, die einfach übrig geblieben sind. Wenn ihr euch ein Geschäft ausgesucht habt, wo ihr Lebensmittel abholen wollt, könnt ihr auch einfach draufklicken, seht,
Was ungefähr übrig bleiben wird, so ganz genau kann man das ja nicht sagen, denn es geht ja darum, dass Lebensmittel gerettet werden. Das bedeutet, ihr bekommt eine Überraschungsportion. Ich habe zum Test zum Beispiel mal hier von einem Bio-Supermarkt eine Tüte Gemüse gekauft, die nicht mehr schön genug war, um verkauft zu werden. Deswegen habe ich sie gerettet, einfach abgeholt im Supermarkt. Ich musste einfach nur einen Code von meinem Handy vorzeigen und dann hatte ich schon mein gerettetes Gemüse im Einkaufswagen. Hier seht ihr auch nochmal alles ganz genau, was in der Tüte drin war. Ich muss euch sagen, ich konnte alles verwenden. Es war noch sehr lecker, auch wenn es ein bisschen angedötscht oder auch zerbrochen war, wie hier die Gurke. Dennis war mein Tester. Er hat die Bananen getestet und die waren noch sehr lecker und genießbar. Von daher waren wir sehr zufrieden mit dieser geretteten Essensbox. Als zweiten Test bin ich mal zu einem Bäcker gegangen. Dort habe ich dann Brötchen, die übrig geblieben sind, gekauft von diesem jetzigen Tag und für sehr kleines Geld eine riesengroße Brötchentüte mit verschiedensten Gebäck drin bekommen und auch noch in diesen kleinen Tüten war, glaube ich, einmal ein belegtes Brötchen und ein süßes Teilchen. Also super cool, kann man ein paar Nachbarn verschenken oder wenn man Besuch hat, hat man auf jeden Fall genügend da und man hat Lebensmittel vor der Tonne gerettet. Das waren die drei Tipps, die ich euch zum Thema Nachhaltigkeit heute mitgeben wollte. Mich würde es freuen, wenn ihr mal den einen oder anderen von den Tipps ausprobieren würdet, wenn euch das Video bereichert hat, inspiriert hat, wenn ihr auch ein Stück weit mehr Nachhaltigkeit in euer Leben integrieren könnt, würde mich das sehr freuen. Und ja, ich hoffe auch, dass wir uns demnächst in der Kulturlounge mal wiedersehen können, persönlich kennenlernen können. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute.